Hier sind wir wieder bei der Stuttgart Open 2010 und wir haben hier auf unserem Center Court das Match zwischen Oliver Schwertschlager und Jakob Belka. Und Jakob scheint hier wieder, ja, fast Press, scheint hier wieder das erste Break für sich entschieden zu haben, was nicht ganz unwichtig ist. Hier spielen wir Gewinner. Ich sage immer, Gewinner bleibt am Tisch. Woher habe ich das bloß? schließlich spielen wir Gewinner behält das Break, reicht. Also Gewinner Breaks. Und zumindest unter Profis kann das schon mal passieren, dass man fünf Spiele, und hier geht es ja nur auf fünf, dass man fünf Spiele so aneinander reihen kann. Und ich bin schon gespannt, was der Rekord am Ende sein wird hier bei unserem Turnier. Wie viele 10-Ball-Spiele in Folge ausgestoßen werden können. Rekorde, die woanders nicht fallen können, weil man dort mit Wechselbreak spielt. Beide Kugeln, die hinter der 1 lagen, sind ein bisschen zu lang gekommen. Das heißt, entweder würde er beim nächsten Break ein bisschen leichter breaken müssen, so 5% weniger, oder mit der weißen ein wenig weiter nach außen. So eine Kugelbreite weiter nach außen. Das wären so die ultimativen Tipps, die man hier geben könnte, um die Kontrolle über die zwei Kugeln hinter der 1 zu maximieren. Und der erste Auftritt hier von Oliver Schwertschlager war ziemlich kurz und endete mit einem Foul Ball in Hand für Jakob Belka, unserem WM-Teilnehmer hier aus dem Stuttgarter Raum. Jakob selber wohnt, Moment, Korntal, Münchingen, eigenständige Gemeinde in der Nähe von Stuttgart. Und als WM-Teilnehmer sicherlich einer der Mitfavoriten hier um den Turniersieg. Jakob Belka, letztes Jahr noch deutscher Meister mit dem BC Sindelfingen. Hier mit einer relativ offenen Partie konfrontiert. 4, 5, 6, 7. Ja, da braucht man einen speziellen Winkel. Wenn man sich mit viel Winkel begnügt, hat man sicherlich viel Platz für die Position. Aber wenn man sie wirklich so gerade wie möglich haben will, dann wird es schon eng wegen der 10. Jakob Belka. Ja, mittelmäßiger Winkel so, ja, nicht zu nah an die 10 kommen, 10 kommt aber nicht zu weit weg. Sehr schön gespielt. Jakob Belka, der auch seit einem Jahr nun verheiratet ist. Unser Chemiestudent im letzten Semester. Spielt übrigens mit einem Break-Kö, mit einem Spark Break aus den USA. Und die nächste Partie wird Break 1, Stefan Stolle gegen Henning Wilder an Tisch Nummer 1. Scheint damit ganz gut zurechtzukommen. Mit seinem 100€ Spark Break USA. Okay, sehr schön und die 1-0-Führung für Jakob Belka ist da. Mein Name ist Ralf Eckert und wenn ihr den Kommentar natürlich irgendwann nicht mehr ertragen könnt, dann könnt ihr auch so ein kleines Rädchen, was sich am Computer befindet, ganz nach unten drehen. Und wer die Gefallen daran findet, kann es sich natürlich weiter anhören. Und hier haben wir wieder unseren Schiedsrichter hier, Fefci, in Aktion, zusammen mit dem Magic Ball Rack. Interessante Innovation, Magic Ball Rack habe ich zum ersten Mal gesehen, letztes Jahr, als ich in Thailand Training gegeben habe, was ich seit 1998 fast jedes Jahr inzwischen mache. Und da habe ich zum ersten Mal sowas gesehen, war allerdings noch in schwarz, diese Folie, für 9 Ball. Okay, hier der Break von Jakob Belka.
Mal sehen, die zwei Kugeln. Kommen die diesmal näher? Ja, eine ist reingegangen, aber mit Hilfe von der Weißen. Mit Hilfe von der Weißen. Und natürlich hier keine direkte Position auf die 1. Wenn er jetzt nicht hier eine Vorliebe für Jumps hat, dann wird er wohl einen Push spielen. Er spielt einen Push und er setzt auf lange Entfernung. Würdet ihr annehmen oder würdet ihr ihn spielen lassen? Ich würde ihn spielen lassen, weil da ist nichts in der Nähe von der 1, wo man die Weiße hinter verstecken könnte. Der Banker hat zu wenig Chancen. Jetzt von 100 Banks aus dieser Position gesehen, ja, würde ich da auf wenige unter 50% landen. Ich gebe es zu. Aber Oliver Schwertschlager versucht dies offensiv und scheitert. Oliver Schwertschlager nicht im perfekten Turnierdress direkt von der Arbeit hierher gekommen. Dann wissen wir auch, kennen wir auch die Arbeitskleidung jetzt von einem Ingenieur, denn das ist sein Beruf, er ist Ingenieur. Und spielt im Verein BC Stuttgart 1891, dem langen, langen Traditionsverein hier in Stuttgart. Der ältesten, wahrscheinlich der älteste Verein in Deutschland, BC Stuttgart von 1891. Da würde mich interessieren, ob der bekannte Spieler, der Carambolage-Spieler Erich Hagenlacher, der 1926 im Borgline 18-2 Weltmeister wurde, in Amerika, in New York, ob der hier, da er aus Stuttgart kam, das weiß ich, ob der in diesem Verein tatsächlich war. Könnt ihr ja mal googeln, Erich Hagenlacher kennt kaum jemand. Weltmeister 1926 war im Carambolage-Spiel, hat 18.2 Borgline. Das wäre sozusagen unser kleines Nebenturnierquiz. Ja? Wer kennt die genauen Daten von Erich Hagenlacher, da wir ja hier in Stuttgart sind? Oh, da ist ihm ein bisschen die Kontrolle verloren gegangen hier. Was hat überhaupt jetzt Jakob Belka dazu gebracht, sich plötzlich sitzend wiederzufinden? Naja, es war offensichtlich nur eine kurze Aktion. Jetzt hat er wieder Ball in Hand und vier offene Tischbälle am Tisch verbleiben. Irgendwie schleicht sich mir der Verdacht auf, dass Oliver Schwertschlager nicht der Favorit ist auf den Gruppensieg. Seine Vormatches sind, glaube ich, negativ ausgegangen, kann das sein. Beide Matches verloren gegen Simone Künzel, nehme ich an. Okay, 5-1, 5-2 verloren gegen Simone Künzel und Bernhard Kuckertz. Also, wenn Oliver Schwertschlager hier seine Performance bei der Stuttgart Open ein wenig verlängern will, müsste er jetzt diesem Match möglichst bald eine Wende geben. Da wird Jakob sicherlich etwas dagegen haben. Der jetzt 2-0 Führung ist auf 5. Und er wird auch am Tisch bleiben mit seinem Break. Wo waren wir zuletzt eigentlich stehen geblieben? Genau, wo 10 Ball eigentlich herkam. Hat also die WPA, Weltverband, offizieller Weltverband und so, was man alles hat so im Billard inzwischen, hat das 2008 eingeführt, plus minus ein Jahr. Er schlagt mich also nicht, wenn irgendwas nicht stimmt, was ich sage. Er denkt immer noch dran, da gibt es so ein kleines Rädchen am Computer, kann man runterdrehen. Und ansonsten hat man das auch vorher schon gespielt in Amerika. Frühe 90er Jahre, fester Bestandteil, Ten-Ball-Turniere bei der Profitour der PBTA, die es nicht mehr gibt. Und hat allerdings die Regel damals noch ein bisschen anders gespielt. Es war 10-Ball wie 9-Ball eigentlich, also ohne Ansage. Die gleichen Regeln wie 9-Ball, nur eine Kugel mehr. Und hier sind die Regeln schon ein bisschen anders. Okay, schauen wir das mal. Ah, wieder beide Kugeln hinter der 1, knapp an den Mitteltaschen gescheitert. Dafür die 8 gekriegt und eine Position auf die 1. Und schaut euch das an, die 2-10 direkt vor der Hütte. Da
Das heißt, ich schätze mal zwei Stöße und dieses Spiel ist auf seinem Konto. 3-0 Führung mit dieser Kombination für Jakob Belka. Ja, und da sieht man mal, dass es recht vorteilhaft sein kann, wenn man Gewinner bleibt am Tisch spielt. Gewinner bleibt am Tisch, sage ich schon wieder. Meine Güte, wenn man Winner Break spielt. Da wir natürlich dann festgelegt haben, wo 10 Ball herkommt, stellt sich natürlich auch die Frage, 10 Ball als, naja, könnte man sagen, Nachfolger oder Ergänzung zu 9 Ball? Dann stellt sich dann die Frage, wo kam 9 Ball her? Da bin ich mal gespannt, ob jemand da die Antwort findet. Gibt es eigentlich im Internet dieses Live-Kommentieren? Kann man, nee, nicht, also nicht meine Live-Kommentieren, sondern so ein, wo man was reinschreiben kann oder irgendwas? Im Chat, ja. Müsste es geben. Also da bin ich mal gespannt, wenn jemand von euch mir die Frage beantworten kann, wo 9 Ball kommt, ja, aus welcher Zeit, dann machen wir sozusagen hier ein kleines Preisausschreiben ohne Preis. Hm? Das wäre doch schon mal was. Und hier Oliver Schwertschlager. Schöne Position auf die 2. Die 3 ist gut gecovert hier von der 6, liegt aber vor dem Mittellow. Erreichbar mit Druck, tief links. Links, da ist es links. Mehr. Reicht, denke ich. Reicht, oder? Ganz leicht jetzt für die 4. Kleiner Winkel reicht, um rüber zur 5 zu kommen. Ist ein kleiner Winkel, aber ob das reicht... Ist ja fast schon ziehen hinter der 6 und der 9 vorbei. Oder so viel Druck geben, dass die richtig reinrauscht. Oder leicht spielen und die 5 geht in die Mitte. Mitte oder lang? Das ist hier die Frage. Oliver Schwertschlager. BC Stuttgart, 1891. Mitte. Und er macht sie. Perfekt. Position auf die 6. 7, 8, 9 warten auch eigentlich nur auf ihr Schicksal. Und für ihn ist es natürlich jetzt extrem wichtig, wenn er hier auf diesem Turnier noch irgendwas gewinnen will, dass er sich auf jeden Fall mal um diese verbleibenden 4 Kugeln kümmert. Ja, perfekte Turnierkleidung. Ja. Okay. Spielt übrigens mit einem Balabushka-Kö. Aber keine Angst, kein Original, ein Replika. Die Original-Balabushkas sind schon ein bisschen teurer, möchte ich mal sagen. Ich habe sogar mal mit einem gespielt, hat mir jemand aus seiner Sammlung gegeben. Einen, hat er mir in die Hand gegeben, hat er gesagt, ein 70.000 Dollar Kö, ja, vom Wert etwa. Das war in Hartford, Connecticut. Das war in dem Ball, in dem Billardsaal von Mark Calangia. Cubal Magic hieß der Billardsaal. Er ist ein großer Sammler von alten Billardsachen. Und hier Oliver Schwertschlag. Verschießt die 10. Und hiermit die ultimative Einladung für Jakob Belka on the hill zu sein. Mit 4-0. Schade, das war eigentlich schön gespielt hier von Oliver Schwertschlager. Von der 3, saubere Position runter bis zur 10. Ich sehe gerade, wir haben einen neuen Sponsor dazu gewonnen. Hier unten rechts, Happy Snack. Wollen wir nicht unerwähnt lassen, ja? Womöglich komme ich noch in den Genuss, hier ein bisschen Happy Snack zu probieren. Demnächst ist nämlich auch mal Essenszeit angesagt, ja? Und
weiß ja nicht, wie gut ihr zu Hause versorgt seid vor dem Livestream, aber hier gibt es einiges auf der Karte. Rinderhüftsteak, Schweinehalssteak, Thüringer Bratwurst, Rotwurst, Pommes Frites, Salat und ein Break von Jakob Belka. Wieder nichts. Oder? Nein. Oliver Schwertschlager, bitte zurück zum Tisch. Letzter Aufruf. Was hat er jetzt angesagt? Ein Banker auf die 1? Oder? Er kommt nur noch an der 2 vorbei, oder? Ja. Und verfehlt. Schade, dass wir kein Wettbüro haben. Mich würden die Chancen interessieren, die, wenn man jetzt auf Oliver Schwertschlager auf Turniersieg tippen würde, was man für eine Quote bekommen könnte. Wir haben mal so eine ähnliche Quote gehabt, wie ich mal 2003, als Thorsten Hohmann die Weltmeisterschaft gewonnen hat. Da habe ich tatsächlich mal 20 Pfund auf Thorsten Hohmann gesetzt. Die Quote war 1 zu 125 auf Sieg. Hat Spaß gemacht. Und apropos Thorsten Hohmann, wir erwarten Thorsten Hohmann eigentlich auch hier bei unserem Turnier. Er fängt, glaube ich, morgen um 10 Uhr an und heute wird er schon anreisen. Das weiß ich, habe vorhin mit ihm telefoniert. Er müsste eigentlich schon hier sein. Wahrscheinlich drückt er sich irgendwo rum. Tut ein Eis essen mit seiner Freundin in Stuttgart. Und wenn dieses Spiel von Oliver Schwertschlager weiter an ihm vorbeiläuft, dann war es das dritte Spiel, das er verliert. Und damit sind die Chancen, in die Zwischenrunde einzuziehen, gesunken. Oh! Ein Fehler von Jakob Belka. Im Neunball wäre er jetzt noch weiter am Tisch, da die 6 ihren Weg gefunden hat in die Mitteltasche, aber das macht den Unterschied aus. Interessant auch, der Unterschied 9-Ball zu 10-Ball eigentlich. 10-Ball denkt man einfach eine Kugel schwieriger. Ist nicht nur eine Kugel schwieriger, der Break ist viel schwieriger. Hat man nur so eine 60%-Quote, dass das fällt beim Break im Vergleich zu 9-Ball, wenn es getappt ist, bei über 90. Und natürlich das Ansagen. Ich glaube, da ist man auch dem Wunsch vieler Profispieler nachgekommen, die Kunst, Widrigkeiten hinzunehmen, nicht immer bis zum Ende führen wollten, wie es im Neunball oftmals kommt, dass man nicht alles unter Kontrolle hat. Und hier Spielball für Oliver Schwertschlager. Und damit ein Spielgewinn. 4-1 Spielstand auf 5 Gewinnspiele. Und dann kriegen wir auch noch einen Break zu sehen von Oliver Schwertschlager. Das Match von Jakob Belka, das er übrigens am Anfang hier gegen Danilo verloren hatte. Danach hat er gegen Simone Künzel gespielt. Wie ist das Match ausgegangen von Jakob Belka gegen Simone Künzel? 5-2 für Jakob Belka. Und so wie es aussieht, ja, bin mir fast sicher, dass sich die zwei Favoriten, Jakob und Danilo, hier in dieser Gruppe durchsetzen werden. Simone Künzel hat natürlich auch eine gute Chance hier, denn man weiß ja, sie kann richtig gutes Billard spielen, das ist klar. Sie kann, wenn sie jetzt zum Beispiel gegen Danilo gewinnt, ist es wieder offen hier, das Rennen um die Gruppensiege hier in Feld A.
Okay, und damit der Break von Oliver Schwertschlager. Kriege ich schon die nächste Partie hier angekündigt. Bernhard Kuckertz gegen Simone Künzel. Hat Simone Künzel eigentlich schon gegen Danilo gespielt? Wir sehen gerade, das Spiel läuft gerade, das Match. Simone Künzel gegen Danilo. Das ist natürlich ein Schlüsselspiel, speziell für Simone. Und natürlich auch für Danilo, der vorzeitig den Sieg sich sichern könnte in der Gruppe. Hier wieder ganz groß im Bild das T-Shirt von der letzten 9-Ball-Weltmeisterschaft. Und Jakob schlägt das Push-Angebot von Oliver Schwertschlager aus. Er wird sich selbst um eine Safe-Option hier kümmern müssen. Und schafft sie Weiße hinter die 4? Puh. Nein. Knapp nicht. Ivan Hodzic hier, unser ansässiger Stuttgarter, hat gerade zwei Spiele mit Jump ausgestoßen. Sehr krass. Das ist das, wenn man hier eine in der Kommentatoren-Lounge hinten dran die Turnierleitung hat, dann kriegt man natürlich alles mit, was so gelaufen ist. Okay, knapp verfehlt hier. Und hinterlässt eine Position. Nee, ich glaube nicht. Die liegt bereits an der 4. Ich glaube, da kommt er gar nicht dran an die 2. Oder doch? Offensichtlich nicht genug, dass er sie in die Mitte hätte spielen können. Wieder langer Ball für Jakob Belka. Ja, Ivan Hodzic, wenn ich dich schon hier habe, ja, kann ich natürlich gleich fragen, Tussi, war das dein Jump-Kill, mit dem du die Jumps reingemacht hast? Du stellst diese auch selber her, ne? Nicht nur, dass er sehr gute Spielkills baut, nein, er baut auch seine eigenen Jump-Kills, mit denen er gleich Spiele ausstößt hier. Zwei Spiele ausstößt. Also könnt ihr mal austesten, die Jump-Kills von Ivan Hodzic. Hier Jakob auf dem besten Wege ist, nur noch 5 Kugeln entfernt ist von einem weiteren Spielgewinn. Dann hätte er 2 Spiele gewonnen, 1 verloren. Und nur noch ein Spiel offen gegen vermutlich Bernhard Kuckertz. Ein Match, in dem er sicherlich auch der favorisierte Spieler sein wird. Wo 2 erfahre ich gerade, ist der Spielstand Simone Künzel gegen Danilo. Also ein sehr offenes Match, sehr interessant. Schade, dass wir das nicht am Center Court haben. Aber dafür sehen wir jetzt hier ein Matchball von Jakob Belka. Sicher verwandelt. 5:1 endet unser Match hier. Der Jakob Belka, der natürlich jetzt gute Position, gute Aussichten hat, als einer der ersten beiden Spieler dieser Gruppe in die Zwischenrunde einzuziehen. Okay, wir bleiben bei euch. Das nächste Match, Bernhard Kuckertz gegen Simone Künzel, kann auch natürlich noch nicht begonnen werden. Das heißt eine kleine Zwangspause, weil das Match noch hinten am Laufen ist. Ich verabschiede mich und wir hören uns später wieder.